Hey, willkommen zu einem neuen Video. Schildkröten sind Reptilien und gehören zu den am meisten unterschätzten Tieren der Welt. Hättest du jemals gedacht, dass Meeresschildkröten einst neben Dinosauriern lebten? Sie unterscheiden sich auch oft in Größe und Farbe, sind aber leicht an ihrem Panzer zu erkennen. Es gibt jedoch auch einige Schildkröten, die sehr einzigartig sind. Heute zeigen wir dir 10 Schildkröten, die nur einmal in 1000 Jahren geboren werden. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer 10. Hast du jemals ein Tier gesehen, das mit einem goldenen Panzer geboren wurde? Diese Schildkröte wurde in Nepal geboren und von den Einheimischen wegen ihres goldenen Panzers für einen Gott gehalten. Die Schildkröte hat jedoch keine göttlichen Kräfte gezeigt, sondern Wissenschaftler haben ihre einzigartigen Eigenschaften erklärt. Der goldene Panzer ist das Ergebnis einer genetischen Mutation, die als chromatischer Leuzismus bezeichnet wird und bei der es zu einem Verlust von Farbpigmenten kommt. Normalerweise führt dieser Pigmentverlust fast immer zu weißer oder blasser Haut. Die Schildkrötenart wurde jedoch als indischer Klappenpanzer identifiziert. Nachdem sie in freier Wildbahn gesichtet wurde, wurden viele Fotos von ihr gemacht und sie wurde dann freigelassen. Nummer 9. Es ist allgemein bekannt, dass Schildkröten zu den am längsten lebenden Tieren der Erde gehören. Aber habt ihr euch jemals gefragt, was der Rekord für die am längsten lebende Schildkröte ist? Darf ich vorstellen? Jonathan ist 190 Jahre alt und lebt noch heute. Er ist eine Riesenschildkröte von den Seychellen, die ihren Tag mit 3 anderen Riesenschildkröten David, Emma und Fred verbringt. Sie alle leben im Haus des Gouverneurs der Insel. Jonathan wurde 1882 von den Seychellen nach St. Helena gebracht. Aber es gibt Zweifel an seinem Alter, da einige glauben, dass er bis zu 200 Jahre alt sein könnte. Aus diesem Grund werden Schildkröten wie Jonathan nur alle 1000 Jahre geboren. Leider hat er durch sein extrem hohes Alter sein Sehvermögen und seinen Geruchssinn verloren, aber sein Gehör ist noch intakt. Nummer 8. Hier haben wir eine zweiköpfige griechische Schildkröte, benannt nach Janus, dem zweiköpfigen römischen Gott. Anfang 2022 feierte Janus seinen 25. Geburtstag und die Schildkröte hat nicht nur 2 Köpfe, sondern auch 2 Herzen, 2 Lungenpaare und laut ihren Pflegern 2 Persönlichkeiten. Ein Musikproduzent namens Todd Ray, der mit Legenden wie den Beastie Boys und Mick Jagger zusammengearbeitet hat, ist stolzer Besitzer einer Sammlung von zweiköpfigen Tieren. Zu seiner Sammlung gehört auch die dreiköpfige Schildkröte Myrtle, Squirtle und Thurtle, aber es gibt noch eine andere Schildkröte, die ebenfalls sehr selten ist. Diese Schildkröte wurde in Taiyuan, China geboren und hat nicht nur 2 Köpfe, sondern auch 6 Flossen. So unglaublich sie auch aussehen mögen, die Überlebenschancen von 2- und 3-köpfigen Schildkröten sind unglaublich gering. Schildkröten wie Janus wären auch nicht in der Lage, sich in ihren Panzer zurückzuziehen, um sich vor Bedrohungen zu verstecken. Nummer 7. Habt ihr in der Schule jemals einen Frosch seziert, um sein schlagendes Herz zu betrachten? Bei dieser Schildkröte war das nicht nötig, denn sie wurde mit einem offenen Herzen geboren. Hope, wie die Schildkröte genannt wird, ist, wie du sehen kannst, sehr einzigartig. Sie ist eine Albino-Schildkröte mit einem rosafarbenen Bauch und man konnte ihr kleines schlagendes Herz einfach sehen. Man sollte meinen, dass dies ihre Gesundheit beeinträchtigen würde, weil ihr Herz ungeschützt ist, aber zum Glück war das nicht der Fall. Die Schildkröte konnte einfach ihr normales Leben weiterführen. Sie konnte schwimmen, essen und faulenzen. Ihr Besitzer, Michael Aquilina, gab ihr den Namen Hope in der Hoffnung, dass sie andere dazu inspirieren würde, niemals aufzugeben. Denn als Hope geboren wurde, waren die Ärzte so verblüfft, dass sie keinen Namen für ihren Zustand hatten. Nummer 6. Wir haben euch bereits Schildkröten mit zusätzlichen Gliedmaßen gezeigt, aber diese nächste Schildkröte ist das Gegenteil, denn ihr fehlt etwas. Die Chance, dass eine Schildkröte wie diese geboren wird, liegt buchstäblich bei 1 zu 1000 Jahren. Es ist unglaublich, wie diese Schildkröte überlebt hat, denn sie hat nur ein Auge. Die Schildkröte wird Zyklop genannt. Ein Zyklop ist ein einäugiger Riese aus der griechischen Mythologie. Aber das ist noch nicht alles. Die Schildkröte ist sogar noch seltener, als man denkt, denn sie leidet an einer weiteren einzigartigen Krankheit namens Albinismus, bei der sich die Farbpigmente am ganzen Körper verändern, sodass sie weiß aussieht. Wenn man darüber nachdenkt, hat die Schildkröte extremes Pech gehabt und in freier Wildbahn könnte sie leicht von Raubtieren entdeckt werden. Außerdem ist ihr Sehvermögen eingeschränkt, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie angegriffen wird. Nummer 5. Randy Betts ist ein Mann aus Wilmington, Delaware, der eines Tages diese arme Schildkröte ohne Rückgrat fand.
Das bedeutete, dass die Schildkröte wegen dieser Missbildung ihre Hinterbeine nicht benutzen konnte. Aber die Schildkröte, die übrigens Helix heißt, gab nicht auf und der Mann hatte eine geniale Idee. Er griff auf Gadgets und Technologie zurück, um das Problem zu lösen. Schließlich wollte Randy nicht, dass Helix das Schicksal erleidet, sich nie wieder bewegen zu können. Er kam auf die Idee, die Schildkröte mit Mini-Skateboard-Rädern auszustatten, die an ihr Hinterteil geklebt wurden. Helix nahm die Räder mit Begeisterung an und schwang sich fröhlich hin und her. Er soll auch viele Menschen inspiriert haben, darunter einen Autor, der eine Reihe von Kinderbüchern über diese Schildkröte veröffentlicht hat. Nummer 4. Was ihr hier seht, ist möglicherweise die erste biofluoreszierende Meeresschildkröte der Welt. Als sie von Wissenschaftlern beobachtet wurde, erschien diese scheinbar gewöhnliche Schildkröte auf Computerbildschirmen in neongrünen und roten Farben. Um ihre Natur noch geheimnisvoller zu machen, handelt es sich nicht um irgendeine Schildkröte, sondern um die vom Aussterben bedrohte echte Karettschildkröte. Sie hat die Fähigkeit, blaues Licht auf einer Oberfläche zu reflektieren und es in einer anderen Farbe zurückzusenden. Diese Fähigkeit wurde Berichten zufolge schon früher bei kleinen Haien und Korallenriffen festgestellt, aber dies war das erste Mal, dass sie bei einer Schildkröte entdeckt wurde. Diese biolumineszierende Schildkröte wurde von dem Meeresbiologen David Gruber und seinem Team zufällig entdeckt. Sie waren bei einem nächtlichen Tauchgang auf der Suche nach Krokodilen, aber stattdessen tauchte diese Schildkröte auf. Nummer 3. Du hast wahrscheinlich den Film gesehen, in dem ein Kaninchen gegen die Schildkröte rennt. Aber wusstest du, dass es auch im echten Leben eine Schildkröte gibt, die ziemlich schnell ist? Das ist Bertie, die schnellste Schildkröte der Welt. Dieser Titel ist nicht leicht zu erringen, denn Schildkröten sind nicht gerade für ihre Schnelligkeit bekannt. Der letzte Rekord wurde im Jahr 1977 aufgestellt. Aber wie hat man es geschafft, die Geschwindigkeit dieser Schildkröte zu messen? Nun, sie taten dies mit Hilfe von Erdbeeren. Sie stellten Bertie auf einen Parcours von 5,48 Metern Länge mit einem Gefälle und der Preis am Ende war sein Lieblingsessen. Unglaublich, dass er den gesamten Parcours in satten 19,58 Sekunden absolvierte. Solltet ihr jemals in der Nähe des Adventure Valley Themenparks in Durham, England sein, könnt ihr Bertie jederzeit dort besuchen. Nummer 2. Wusstet ihr, dass es auf der Welt 310 Schildkrötenarten gibt? Die seltenste unter ihnen ist sogar so selten, dass sie eine Zeit lang für ausgestorben gehalten wurde. Die Yangtze-Riesenschildkröte, wie sie genannt wird, war so einzigartig, dass es weltweit nur noch 3 Exemplare gab. Jeder Versuch, die Population wiederzubeleben, scheiterte. Schließlich hauchte die letzte ihrer Art, die im Zoo von Suzhou in China lebte, ihr Leben aus. Alle Hoffnung war verloren, bis zum Jahr 2021. Das Unmögliche geschah. In einem See in China wurden Spuren eines weiteren Individuums, eines Weibchens, gefunden. Es wäre eine große Tragödie, wenn die Yangtze-Riesenschildkröten vollständig aussterben würden. Wir haben es hier also mit einer sehr alten Art zu tun, deren Geschichte bis vor etwa 40 Millionen Jahre zurückreicht. Man geht davon aus, dass Menschen und Paviane um diese Zeit zuletzt einen gemeinsamen Vorfahren hatten. Nummer 1. Das ist die Archelon-Schildkröte, eine ausgestorbene Schildkrötenart, die vor Millionen von Jahren auf der Erde lebte. Sie war die größte Schildkröte, die jemals existierte und ihre Fossilien zeigen, dass sie etwa 3,6 Meter lang und 4,5 Meter breit war. Und was ihr Gewicht angeht? Forscher gehen davon aus, dass es weit in die Tonnen ging. Der Archelon durchstreifte die Erde während der späten Kreidezeit. Wahrscheinlich unterschied es sich abgesehen von seiner Größe nicht wesentlich vom Verhalten oder Aussehen moderner Schildkröten. Wahrscheinlich ähnelte er der Lederschildkröte und verbrachte die meiste Zeit seines Lebens im Wasser. Nur zur Eiablage kehrte er an Land zurück. Was haltet ihr von Schildkröten und habt ihr zufällig eine als Haustier? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, klickt auf den Bildschirm oder schaut euch auf unserem Kanal um. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.